Dann habe ich nicht diesen Orbit erreicht, sondern ich habe einen höheren Orbit. Und dann kommen wir auch zum Mond. Das wird eine tolle Simulation. So, alles klar. Das hat jetzt sehr schön funktioniert. Stufentrennung. Und richte dich schon mal aus. Und Zündung. So, jetzt lassen wir die obere Stufe brennen. Ich habe den Autopiloten aus. Und der sollte uns, also dieser Winkel sollte uns jetzt in einen Orbit befördern, wo wir dann von da aus wir quasi ein Manöver planen können, dass diese obere Stufe, die wir noch nie ausprobiert haben, uns hoffentlich dahin bringt, wo wir hinwollen, nämlich in einen Orbit um den Mond. Das wäre ganz zauberhaft, wenn wir das schaffen würden. Der erste Moonshot? Nein, das ist nicht der erste. Wir haben schon Impact und Flyby hingekriegt. Jetzt geht es darum, dass wir einen Orbiter hinkriegen und perspektivisch auch auch einen Lander. Aber Impact und Vorbeiflug haben wir schon hingekriegt. So, und jetzt? Und ich lasse jetzt einfach weiter brennen. So. Schön. Wir sind im Orbit. Ach Gott. Haben wir hier noch? Ja, wir haben noch ein bisschen HTP. Wir haben noch reichlich HTP, sehe ich gerade. Also, ja. Das kann mal auch aus. Danke. Impulsive Hohmann Transfer to Target. At the optimum time, create a node. Also, mach uns mal ein Manöver. Da. Und wir haben nicht ganz genug Delta V. Das heißt, wir haben in der einen Stufe haben wir 3187. Für das Manöver brauchen wir 3250. Das heißt, wir können jetzt mal anfangen, dieses Manöver ein klein wenig zu optimieren. Also, wir brauchen aber diese Delta V, die wir da gerade haben. Also diese... Ich kann das nicht durch cleveres Manövrieren anscheinend kleiner machen. Das heißt, uns fehlt ein bisschen Delta V in dieser oberen Stufe, wenn mich nicht alles täuscht. Also was wir haben ist, wir haben ein klein wenig RCS-Fuel. Das heißt, wir können mit dem RCS tatsächlich hier noch ein bisschen Delta V erreichen, theoretisch. Also, ja, wir müssen näher rangehen. So. Ich möchte gerne einen engen Orbit um diesen Mond fliegen. So. Mit diesem Ding hier planen wir jetzt mal. Und ich möchte mal wieder eine Ausrichtung machen. Hier mit dieser Stufe, die wir hier da gerade haben. Wir haben in dieser Stufe tatsächlich noch RCS-Sprit. Den könnten wir auch noch benutzen, um quasi dieses Manöver zu fliegen. Also ich richte mich jetzt in die Richtung des Manövers aus. Das Manöver ist in 22 Minuten. Und unser Raketenmotor, der 3187 Meter pro Sekunde in sich hat, der brennt 2 Minuten 27. Und ich mach mal, jetzt wo wir ausgerichtet sind, mache ich mal von Hand einmal 15 Minuten vorspulen. Wir sind weiter ausgerichtet. Das heißt, der Punkt ist in 5 Minuten erreicht. Und ich mache mal wieder RCS an. Und hoffentlich kriegen wir einen kleinen... Ja, das reicht aber nicht. Das ist ja nur... Eine Nachkommastelle wird hier von dem Reaction Control Thrust uns gegeben. Aber immerhin. Ich werde das abkoppeln. Gleich. Und also wir nehmen jetzt tatsächlich Reaction Control Sprit aus der oberen Stufe hier, die wir noch haben. Ich mach mal ein bisschen schneller, damit das, also hier, und es bringt uns tatsächlich ein bisschen was, ja, also es bringt uns ein bisschen was. Bis zum Zeitpunkt, wo wir die den Antrieb starten, sind es noch 4 Minuten 30. Wir müssen 2 Minuten 19 ist unsere Schubzeit. Wenn wir das halbieren, dann müssen wir ungefähr bei einer Minute 10, also T minus
1.15 mache ich jetzt einfach mal, weil ich erst Jülich machen muss und dann das Triebwerk zünde. Also bei 1 Minute 15 zünden wir. Und in der Zeit, also die Zeit, die jetzt noch abläuft, können wir noch ein bisschen was hier an dem Delta V runterdrücken. Das ist zwar nur im Nachkommabereich, aber naja, es geht hier um 60 Meter pro Sekunde, die wir im Moment nicht haben. Und ich hoffe, dass diese obere Stufe uns trotzdem dabei hilft, weil wir haben nämlich hier oben auch noch RCS-Antriebe drin. Sieht man da hinten das Triebwerk wackeln? Ja, da sieht man das Triebwerk wackeln. Da hast du richtig gesehen. Es versucht noch zu steuern, weil es einen Gimbal hat. Aber, also um tatsächlich hier auf Kurs zu bleiben. Aber natürlich kommt da nichts raus. Aber das Triebwerk wackelt ab und zu mal. So, eine Minute. Oh, da habe ich jetzt fast zu lange gequatscht. Und Stufentrennung. Und oh Mann, warum funktionieren die nicht? Aus irgendeinem Grund ach, scheiße. Die haben keinen Sprit. Ich hab die Bälle nicht mit HTP. Das HTP wird jetzt in dem oh, nein. Ah, mir ist ganz genau klar, was ich hier, was hier nicht geklappt hat. Also erstmal, wir haben jetzt die obere Stufe gestartet und aus irgendeinem Grund haben meine Reaction Control Thruster nicht gefeuert. Weil ich nicht den richtigen Sprit hier unten in die Bällchen reingepackt habe für die RCS Thruster. Das heißt, ich habe hier oben keine Lagekontrolle. Gott sei Dank kann die Engine gimbeln und wir wurden nach vorne gedrückt. Aber ja, ich habe, ja, Klassiker, genau. Ist ein Klassiker, aber wir werden es jetzt wahrscheinlich erstmal in der Simulation überhaupt zum Mond schaffen. Und also, haben wir ja schon mal. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob es tatsächlich auch ohne RCS funktioniert, weil das selbe Spiel habe ich wahrscheinlich hier oben drin. Ja, da habe ich nur HTP drin. Ja. Und da habe ich auch den falschen. Habe ich da. Ich fürchte, die funktionieren auch nicht, weil für diese. Für die RCS-Blöcke brauche ich HTP und Helium. Und da muss ich tatsächlich speziell die befüllen und nicht einfach nur HTP in diese kleinen Bällchen, die ich da unten dran gemacht habe, reinstecken. Jetzt gucken wir mal, wo sind wir mit unserem Vektor? Hier bewegen wir uns raus. Das sind noch 1000 Meter pro Sekunde. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Gucken wir mal. Tja, gucken wir mal, ob wir überhaupt zum Mond kommen, ey. Da fehlen noch, weiß ich nicht, was da fehlt, aber wir haben auf jeden Fall Brennschluss. Der Motor ist aus. Und ja, diese ganze Rakete, dieses ganze Mondprojekt, das, was ich mir hier aus, ist eine Katastrophe von vorne bis hinten. Und was hat die hier oben? Achso, die hat keinen Jülich. Ja, 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 ja. Okay. Gut. Flug zurücksetzen. Auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Ich behebe jetzt. Ich werde jetzt beheben. Die Fehler in der oberen Stufe mit dem RCS. So. Einmal. Speichern. Und liebe Leute, wir simulieren das mal. Simulate. Was ich mache ist, Ascent Guidance schon mal wieder hochholen. 240 mal 240, damit ich mich daran erinnere, das so zu fliegen. Das soll alles auf
Das soll alles so sein. Wir machen mal den Mond als Ziel setzen und gehen hier wieder zurück. Und hier stelle ich mal kurz auf Pause und ich mache jetzt auch tatsächlich eine Pause. Also 240 mal 240 Kilometer hoher Orbit, bis zu 6 Durchstufen. Launch into Plane of Target. Ich habe den Mond als Target. Das hier ist immer noch eine Simulation. Wir haben Castoren, die gar nicht, die wir noch gar nicht erforscht haben, jetzt da unten dran gemacht, weil wir sonst dieses Ding nicht hochkriegen. Ich mache den Autopiloten an und dann gucken wir mal. So, ist ordentlich Krach, wenn dieses Ding hier abhebt. Aber die Kestra Solid Rocket Booster geben schon ganz schön einen Tritt in den Hintern für den Start. So, und da ist aus. 210 Kilometer zur Apoapsis. Das ist super. Wir brennen 2 Minuten 45. Ich werde die starten bei 1 Minute und 10. Also Disengage. Einmal ausrichten. Und wir können schon Stufentrennung machen. Ja. Richte dich mal aus. Und sagen wir 1 Minute 20. Oh, 1 Minute 20 ist vielleicht ein bisschen früh. 1 Minute 15 ist, glaube ich, wirklich gut. Ja. Ne, ich habe 1 Minute 10 gesagt. Das ist tatsächlich eine gute Zeit. Also 3, 2, 1, Zündung bitte. So. Und jetzt sind wir so ausgerichtet, dass wir die Apoapsis jetzt nicht mehr extrem weit anheben, sondern dass wir jetzt vor allem in einen schönen Orbit reinkommen. Wir haben noch 1 Minute bis zur Apoapsis. Hier unten brennt jetzt diese Stufe und jetzt kann ich auch irgendwie ohne Probleme vierfache physikalische Zeitbeschleunigung machen. Und dann sollten wir wieder in den Orbit reinkommen. So, und jetzt mache ich mal langsamer und wir kommen in den Orbit rein. 200 Kilometer mal 1000 Kilometer. Ja, also ist ein bisschen unsymmetrisch auf einer Seite. Auf einer Seite fliegen wir bis auf 1000 Kilometer hoch. Das stört mich jetzt aber überhaupt nicht, weil es ist auf der richtigen Seite da, wo eh der Mond sein wird. So, machen wir da einmal die Motoren aus und wir machen jetzt hier oben einmal einen Manöverplaner und ich möchte B-Impulsive Hohmann Transfer haben, create a node. So, da haben wir wieder nicht ganz genug Delta V für. In 24 Minuten müssen wir 2 Minuten 18 brennen. Dafür bräuchten wir eigentlich auch die zweite Stufe. Wir haben 1197 Delta V in der einen Stufe. Wir brauchen 2113. Das heißt, es ist ein Unterschied von 16 Metern pro Sekunde. Das sollten wir hinbekommen mit dem, was wir in dieser Stufe drin haben. Das heißt, wir richten uns jetzt bereits aus. Also wir sind irgendwo hier, genau. Wir richten uns jetzt schon mal aus in Richtung des Manövers. Es sind noch 23 Minuten und 50 Sekunden bis dahin. Und ich spule mal ein bisschen weiter vor dahin. Und dann benutzen wir das RCS, was noch in der Stufe drin ist, die wir gerade ausgebrannt haben, um in den Orbit zu kommen. Und werden dann hoffentlich die 16 Meter pro Sekunde los. So, wir sind ausgerichtet. Das heißt, hierher vorspulen. 11 Minuten vorspulen. Und, oh, das ist wundervoll. Sieht die Wolken. So, jetzt benutze ich das RCS weiter, um in die Richtung bereits zu brennen. Und man sieht hier, wir werden hier weniger, dass diese Stufe hoffentlich das hinbekommt. Und das letzte bisschen, was in dieser Stufe noch an Delta V drin ist, können wir dann hoffentlich mit dem mit den RCS da oben finden. Oh, mir fällt gerade auf, ich sollte einmal X machen und mir angucken,
wie der Orbit ist, weil wahrscheinlich ist der nicht optimal. Ansicht zentrieren. Ja, das hatte ich befürchtet. Der ist nämlich nicht optimal da, wo ich hin will, sondern ich müsste den mal etwas abbremsen. Ja, wir können tatsächlich noch ein bisschen was sparen auf 3209, dass wir in einen Orbit reinkommen, der so aussieht. Ja, wir können auch noch ein bisschen, wir können ihn noch ein bisschen enger legen. Enger an den Mond. Und hoffentlich haben wir da Verbindung zur Erde, sodass wir da unsere Triebwerke zünden können. Aber ich glaube, das wird funktionieren. So, jetzt haben wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Delta-V gespart, indem ich nochmal am Orbit etwas rumgetweakt habe. Und jetzt zünde ich das RCS wieder. Wir haben noch 10 Minuten. Die Schubzeit ist... Also eigentlich 2 Minuten 27. Ich weiß nicht, warum er hier unten 2:18 ausrechnet. Weil dieses Triebwerk sollte 2 Minuten 27 komplett durchbrennen. Also die Hälfte davon, 1 Minute 12, 13. 1 Minute 13. Das heißt, hier unten bei 1 Minute 13 starten wir. Und so lange spulen wir mit physikalischem Time Warp ein bisschen vor, sodass wir quasi hier oben mit dem bisschen RCS, was wir in dieser Oberstufe drin haben, noch weiter vorkommen und dann schaffen wir es wenigstens in der Simulation, hoffentlich in einen Mondorbit. Ah, das stimmt alles noch nicht, weil du da deine leere Stufe noch dran hast. Alles klar. So, auf jeden Fall schaffen wir es mit der leeren Stufe, mit dem RCS, was hier noch drin ist, tatsächlich noch ein bisschen was hinzukriegen. Das HTP ist jetzt gleich leer. Das heißt, wir haben hier, guckt mal, wir sind auf 3198 runter, gleich sind wir bei 97. Ja, es reicht nicht ganz. 97,1. Und wahrscheinlich werden wir nicht alles aus dieser Stufe benutzen. Tja, okay. Also, einmal vorspulen zu dem Manöver. So, und jetzt Stufentrennung. Und ja, wir haben Jülich. Jetzt funktionieren die RCS auch. Und Zündung. Jetzt müssten wir es tatsächlich zum Mond schaffen. Ich hoffe, dass das klappt. Wirklich sehr. Ich hoffe so sehr, dass es klappt. Und wir müssten eigentlich genug Delta-V drin haben, dass das reicht mit der zweiten Stufe und dass wir die Nullte nicht brauchen. Wir haben wahrscheinlich sogar genug. Das wird eine ziemliche Punktlandung, fürchte ich. Naja, aber wir haben noch RCS in diesem Dings drin, dass wir die letzten Meter quasi mit RCS machen können. Und warum benutzt der HTP? Weil dieser Antrieb HTP benutzt. So, ich mache jetzt mal die Tanks, weil mir das jetzt irgendwie spanisch vorkommt. Setze jetzt mal die Tanks hier hin. Also die beiden, nicht, dass er HTP daraus zieht. Ich hoffe, wir haben noch HTP später dann hier in dem Haupttank drin. Wahrscheinlich behält er etwas HTP über und ich hätte das jetzt gar nicht machen müssen. Und so weiter und so fort. Aber ja. Also ich hoffe, das reicht. Und Wurstsalat Place sagt, die 1000 Delta V, die ich über habe für den Mondorbit. Die sind aber sehr großzügig. Na, ich hatte das Ding schon so gebaut, dass wir vielleicht damit landen, aber dafür reichen dann 1000 Meter pro Sekunde halt leider nicht ganz aus. So, wir gucken mal, wo sind wir? Wo sind wir mit unserem... Da sind wir mit unserer Apoapsis. Wir kommen der Sache langsam näher. Hoffentlich. So. Mal wieder hierauf fixieren. Also wir müssen damit da oben hin zum Mond.
Und ich habe jetzt schon meinen Finger mal auf dem X, weil da waren noch 63 Meter pro Sekunde zu viel drin. Und Ansicht zentrieren. Da haben wir es tatsächlich geschafft. Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Also, ich bremse mal ab. Wir brauchen ja nur irgendeinen Orbit. Und wir haben es tatsächlich hingekriegt, dass wir um den Mond, dass wir auf dem Weg zum Mond sind. Und dann können wir tatsächlich uns umdrehen und da noch Sachen machen. Ich wähle mal einen etwas niedrigeren Orbit aus. Sagen wir mal 800 Kilometer von der Mondoberfläche entfernt. Und dann schwenken wir in den Mond in die Umlaufbahn ein. Das hat also funktioniert. Ganz hervorragend. Jetzt kann ich hier diese Dinger auch wieder anmachen. Ich musste tatsächlich das Triebwerk vorher killen. Und wir haben noch jede Menge, naja, nicht jede Menge, aber wir haben hier noch 31 HTP und da haben wir noch irgendwie 19 HTP drin. Das heißt, wir haben hier noch einiges an RCS-Power in diesem Ding hier. Und dann würde ich doch mal sagen, was jetzt passiert. Das mit dem Vorspulen hat nicht funktioniert, ne? Mal wieder. Doch, doch, wir haben einen Moon-Encounter, aber nicht so, wie ich ihn eigentlich gedacht hätte, sondern viel weiter außen. Wenn ich den jetzt... Den kann ich ein bisschen runter... Ja, den kann ich auf jeden Fall ein bisschen korrigieren. So, physikalischen Time Warp aus und hier nähern wir uns wieder. Gott sei Dank war da noch so viel RCS-Sprit drin, dass wir das tun können. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir einen sehr schönen, engen Orbit. Da sind wir wieder auf den 800 Metern, die wir eben hatten. Und hier haben wir jetzt so gut wie alles HTP ausgegeben. Schön. Und hier oben ist die ganze Wissenschaft am Laufen. Die Wissenschaft wartet, die wartet. Die ist gestoppt. Achso, das hier ist ja auch nur eine Simulation. Das heißt, die Experimente können ruhig alle warten. Das ist nicht so schlimm. Wir versuchen jetzt einfach nur zum Mond zu kommen. Und ich mach mal wieder fixiert auf uns und dann machen wir mal ein bisschen Vorspulen. Ja, genau, jetzt die Luna Stage, die wir jetzt hatten, die können wir im Prinzip abkoppeln, jetzt als nächstes, weil wir da keine Deep Space Navigation drin haben. So, wir spulen jetzt vor, langsam aber sicher, nicht mit Warp 2, weil es uns alles kaputt machen würde. Bewegen wir uns langsam in Richtung Sphere of Influence Change zum Mond. Und dann werden wir jetzt gleich nämlich mal, bevor wir da hinkommen, werde ich mal alles abkoppeln. Also diese Stufe. Hoffentlich hat uns das jetzt nicht einen Schubs in die falsche Richtung gegeben. Wir sollten nämlich jetzt wieder Kontrolle haben, wenn ich RCS anmache. Aber nein, das sollte ganz gut funktioniert haben. So, wir fliegen jetzt mal weiter auf den Mond zu. Insufficient Avionics, das kann aber nicht sein. Und meine Batterie wird low. Von der unteren Stufe wird die Batterie low. Ja, ja, okay. So. Gefahr, Sonde out of electric charge. Ja, das ist total okay. Und da sind wir in einer Umlaufbahn um den Mond.
Ah, danke. Danke für den Hinweis, wie man das abstellt. So, jetzt sind wir in einer Umlaufbahn, nicht um einer Umlaufbahn, wir sind noch nicht auf einer Umlaufbahn um den Mond. Was ich machen möchte ist, wir haben jetzt hier alles erreicht. Wir können RCS wieder anmachen und ich möchte mich halt retrograd ausrichten. Das heißt, ich möchte ja abbremsen, um in einen Mondorbit einzuschwenken. Und tatsächlich ist das auch eine schöne Ausrichtung für Solarzellen anscheinend. Nee, die Sonne ist dann ziemlich genau vor mir, gerade zu dem Zeitpunkt. Hm. Okay, dann möchte ich mich so nicht ausrichten. Ich möchte mich dann ein bisschen so ausrichten, dass weiterhin Sonne auf meine Solarzellen scheint. So. Jawohl. Und hier möchte ich ein Manöver machen. An diesem Punkt Manöver hinzufügen und einfach mal abbremsen. Und wir haben 186. Ja, es ist überhaupt gar kein Problem. Wir hätten 1000 zur Verfügung. Das heißt, wir können einen sehr, sehr niedrigen Orbit einnehmen. Und wir müssten auch da, wo das Manöver geflogen wird, ohne Probleme ohne Probleme das hinkriegen. Das heißt, das möchte ich jetzt tatsächlich in der Simulation von Hand fliegen. Wir machen mal ein bisschen Time Warp weiter. Wir kommen jetzt also dem Mond etwas näher. Dem Mond nähern. Und dann gucken wir uns gleich mal an, wie das denn aussieht, wenn wir dem Mond so nahe gekommen sind. Noch ein bisschen näher, bitte. Nämlich hier. So, das ist doch ein großartiges Bild, würde ich sagen. Da ist der Mond und wie sieht unsere Verbindung zur Erde aus? Die sieht sehr gut aus. Das heißt, jetzt fangen wir an, uns auszurichten, weil wir jetzt gleich in den Schatten reinkommen und dann machen wir mal unseren Capture Burn. Also, wir werden in eine Mondumlaufbahn eintreten. Genug für das Triebwerk und Zündung. Unsere kleine Stufe, die 7 Minuten brennt. Also, wir sind noch 10 Minuten von der Mondperiapsis entfernt. Also, dieses Triebwerk hat wenig Schub. Also es muss lange brennen, um irgendwas auszurichten, aber wir schaffen es tatsächlich damit, in einen Orbit einzutreten, wahrscheinlich in einen sehr, sehr niedrigen, in dem wir viele schöne Wissenschaftspunkte sammeln können. Also das Konzept unserer Rakete funktioniert theoretisch ganz gut. Es macht mich nur unglaublich fertig und ich bin immer noch groß, ne? Bin immer noch groß von nach der Pause. Naja. Egal. Dann bin ich mal mit großem Gesicht hier durch die Gegend geflogen. Ja. Ich mache mal ein bisschen physikalischen Time Warp. Ein klein bisschen. Und ich möchte jetzt hier tatsächlich einmal ausprobieren, wie niedrig wir denn runterkommen können mit den 1000 Meter pro Sekunde. Das ist schon nicht schlecht, aber für eine Landung reicht es nicht. Daddel, nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Ja, wir können also hier echt einen niedrigen Orbit einnehmen. Das gefällt mir. Dem Daddel bezahle ich nichts, leider. Das habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass er einfach hier großartige Arbeit macht und einfach nichts dafür bekommt. Außer meine Dankbarkeit. Kann er sich nichts von kaufen. Ja. Wir werden quasi das ganze Delta V ausgeben, um einen schönen niedrigen Orbit hier einzunehmen. Und da gucken wir jetzt mal den hier. Der ist dann auf der niedrigen Seite. Wie tief wir diesen Orbit bekommen. Achso, und
30 Kilometer über der Oberfläche. Okay, das hier ist nur eine Simulation. Möchte ich nur nochmal betonen, ja. Wir fliegen hier auf der zurzeit dunklen Seite des Mondes sehr, sehr niedrig drüber. Aber es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. So, jetzt gucken wir mal. Und dem geschulten Auge wird vielleicht auffallen, dass ich ein bisschen das Ambient Lighting tatsächlich hinbekommen habe und wir nicht totale Dunkelheit sehen, sondern tatsächlich was von der Mondoberfläche. Das war jetzt zu schnell. Jetzt sind wir auf jeden Fall mitten in der Sonne mit unserer Sonde, die wahnsinnig viel Wissenschaftspunkte sammeln würde. Auftrag abgeschlossen, Lunar Orbiter. Das würde uns sehr viel geben, aber wir sind in der Simulation. Ich mache nochmal einen Screenshot. Flup. Und flup. Also, Flug zurücksetzen, auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Es funktioniert so. Ja, ich freue mich schon auf die unausweichlichen Fehlzündungen beim ersten Versuch. Danke, ich mich auch.